Willkommen, meine Damen und Herren, beim 43. Eurovision Song Contest aus dem schönen viktorianischen Birmingham in den westlichen Midlands Großbritanniens. Es ist jetzt 16 Jahre her, dass dieser Event aus England übertragen wurde, das letzte Mal. 1982 in Harrogate. Damals hat die junge Nicole für Deutschland gewonnen, vielleicht erinnern Sie sich noch, mit einem Lied, natürlich von Ralf Siegel, ein bisschen Frieden. Und heuer überträgt die BBC aus der National Indoor Arena in Birmingham. Guy Freeman, der verantwortliche Producer, hat uns die schlankste und die schnellste Show des Contests seit je versprochen. Wir haben das beste Team, die neueste Technik und einen einzigartigen Event. Und wir haben 100 Millionen Zuschauer. Alles Elemente für eine brillante Show. Das hat er in seiner Pressekonferenz gesagt. Und in der Tat, der Rahmen für die Gesangsdarbietungen ist einfallsreich, schön, er ist interessant und er ist auch witzig. Österreich ist, so wie etwa auch Dänemark, Island und Russland, diesmal nicht dabei. Zu wenig Punkte im Vorjahr. Nächstes Jahr sind wir dann wieder mit von der Partie. Die prächtige Indoor-Arena sehen Sie gerade in Birmingham mit dem BBC-Konzertorchester unter der Leitung von Martin Koch. Die ehemalige BBC-Wettertante und jetzige Lottofee, die in Schweden geborene Ulrika Jonsson, wird gemeinsam mit der lebenden BBC-Radio-Legende Terry Wogan den Contest präsentieren. Als ihn einer hier fragte, was er denn bei der Sendung genau mache, da sagte der Terry: Ach, ich mache den Fernsehkommentar, dirigiere das Orchester, präsentiere die Songs und ich werde vor der Wertung wahrscheinlich auch tanzen. Kollege und Freund Terry Wogan kommentiert übrigens seit 20 Jahren den Contest für die BBC. Großer Jubel für die Radio- und Fernsehlegende Großbritanniens, Terry Wogan. Ho, ho! Hold it down to a dull roar. The rest of Europe thinks the British are reserved. Machen Sie nicht so einen Lärm. Der Rest von Europa denkt nämlich, wir sind sehr reservierte Menschen. Terry heißt die vielen Millionen Zuschauer willkommen, ebenso die Sänger, die Musiker, die Gruppen der 25 teilnehmenden Nationen. Der Grund, die Ursache, dass der Song Contest heute hier in Großbritannien stattfindet, ist natürlich der Sieg von Katrina and the Waves für England im Vorjahr. Sie wird auch am Ende heute den Siegespreis überreichen. Gathered here. 4000 Fans und Unterstützer natürlich für den englischen Beitrag sind heute hier. Darüber freut sich der. 43rd Eurovision Song Contest, suitably enough on Europe Day 1998. Es ist auch der Europatag 1998 heute und da passt es ganz gut, dass der Eurovision Song Contest hier stattfindet. Das ist Katrina. Terry begrüßt besonders herzlich in Erinnerung an den ersten von der BBC veranstalteten Song Contest die damalige Präsentatorin Katie Boyle. Das war 1960. Ladies and gentlemen, you have met the artists and here on this giant scoreboard beside me you can see the title of the song they're going to sing and the countries they represent. So at this point I will hand you over to a team of international commentators who will each describe their scene on their own national audiences throughout Europe. Tja, das ist jetzt so lange her, 38 Jahre. Sie hat noch drei Contests präsentiert. Und er freut sich sehr, dass sie heute persönlich anwesend ist. Katie Boyle.
Im Vorjahr in Dublin, da waren es Ronan Keating und Carrie Crawley, die den Song Contest präsentiert haben. Und heute ist man via Leitung zusammen. Terry ist gebürtiger Ire und spricht jetzt Gälisch mit Carrie. Carrie, it would be very remiss of us to begin tonight's contest without thanking you and all your colleagues at Radio Television. Er bedankt sich bei der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt RTE in Irland für die fantastische Organisation im Vorjahr. Ein letzter Tipp. Terry, you don't need any tips. But I would like to wish yourself and Ulrika the very best of luck from everybody here at RTE. Have a ball tonight. Thank you, Carrie. We'll do our best to do it. Du brauchst eigentlich keine Tipps und ich bin sicher, dass jeder, der hier zusieht und jeder, der hier ist, eine gute Zeit haben wird. Carrie mentioned her name, and I have the very great pleasure of Terry stellt jetzt seine Partnerin vor. Ma co-präsentatrice Ulrika Johnson. Ulrika Johnson.